Lasst uns anfangen. Unser nächster Talk heißt Safe Harbor, The Background Hunt. Und im letzten Oktober hat angesichts der Ereignisse über den Snowden wurde vom obersten Gerichtshof der Europäischen Union das Safe Harbor Abkommen für ungültig erklärt. Dieser Talk ist darüber, wie wir dorthin gekommen sind. Bitte glaubt mir, das ist der Mann, der Facebook geklagt hat, Max Schrems. Das ist hier die jüngste Facebook-Konferenz. Ich mache jetzt. Das war meine Universität in Kalifornien. Dort habe ich studiert ein halbes Jahr. Da waren ein paar Facebook-Leute und da haben ein paar über europäische Sicherheitsvorkehrungen gesprochen und die haben dort gesagt: Fick die Europäer, ihre Datenschutzgesetze sind uns scheißegal. Und da habe ich mir gedacht, na, da werden wir uns einmal schauen, wie weit wir damit kommen. Ich habe ein paar tausend Datenfiles gesammelt und ich habe all meine Facebook-Data angefordert, aber ich habe sie zwar nicht alles bekommen, ich habe einiges bekommen, ich habe einen ganzen Haufen und mit einem PDF-Datei. Und wir hatten so der interne, irgendwer war zu blöd und hat mir das geschickt. Eine der CD ist übrigens nach Australien zuerst ursprünglich gegangen, weil es nach Australien gehen sollte, anstatt nach Österreich. Wir Österreicher kennen das. Austria, Australia. Ja, und die Medien sind natürlich wahnsinnig gegangen, der ganz Kleine gegen die ganz Großen. Das ist von meinen Salzburger, das bin ich. Und das ist die Geschichte. Also nicht, weil was ich so gemacht habe, was so klar war, sondern weil es der Kleine gegen die Großen waren und das fasziniert die Medien immer. Ein paar Einführungen. Wir haben drei Prozeduren. Wenn ihr gehört habt, was ich tue, ursprünglich war die Irish Data Protection on Facebook selber, weil Irland ist dafür zuständig. Dieser Fall ist abgeschlossen. Da gibt es eine Class Action in Wien, die läuft derzeit vor dem obersten Gerichtshof in Wien. Und dann gibt es den Irish Informed Data Protection Court on Safe Harbor in Irland bei der Irish Data Protection Commission. Die ist noch am Laufen. Ich glaube auch, erstmal grundsätzlich nicht, Facebook ist nicht der wahre Feind. Facebook ist nur ein Passportdoter. Und mir ging es von Anfang an darum, wie wir Data Protection. Das ist kein Facebook-Talk hier, sondern das Facebook ist nur ein Beispiel. Es ist ein Puzzle. Und viele Leute haben gesagt, ja, du hast einmal gewonnen, aber es gibt. Okay, man muss irgendwo anfangen. Es ist auch keine ultimative Lösung. Ich kann jetzt hier keine finale Lösung anliefern, aber ich kann ein paar Möglichkeiten aufzeichnen. Wenn ihr interessiert seid an den Dokumenten, ist alles am ganz altmodische Webpage. Ihr könnt alle PDF-Files runterladen, was ihr immer wollt. Alles hat angefangen mit dem Snowden-Case, wo wir zum ersten Mal Dokumente hatten, wo wir zum ersten Mal Nachweise hatten, wer der NSA die Daten überträgt. Aber es gibt viele Gerüchte, aber auf einem Gericht muss man das klar postweisen, da muss man Beweise haben. Und dank Snowden haben wir einen ganzen Haufen Informationen, die wir dazu verwenden können. Ihr kennt die Slides. Der erste war das Pfizer-Gesetz unter Paragraph 1881a für die generelle Überwachung in den USA. Wir haben dieses als Beispiel genommen, aber es war nicht das einzige. Man muss als Europäer verstehen, wie das US-amerikanische Gesetz funktioniert.
Dieses Gesetz richtet sich nur über Daten und es gibt keine Suspekte, es gibt keine Verdächtigen. Das Gesetz sagt grundsätzlich, da gibt es einen ISP, der Foreign Intelligence Information, also das will einfach die Regierung der Vereinigten Staaten wissen, aus Staatsschutzgründen. Und das wissen wir und der Rest ist geheim. Unter diesem Gesetz kann die Pfizer Commission freigeben Daten, dass sie müssen zwar im Grundsatz beschreiben, warum sie es machen und was, aber auch das ist wieder geheim, auch das muss man nicht übernehmen. Ja. Dann gibt es die sogenannte Richtlinie, die den Service Provider anspricht und sagt, gib uns die Daten in irgendeinem technischen Format, also irgendeine über RPI oder anders automatisch abrufbare Daten. Wir wissen nicht, wie das wirklich aussieht. Wir haben keinen perfekten Beweis. Also es gibt sehr viele Dinge, die umstritten sind und immer noch durch das umstritten sind im Rahmen des amerikanischen Rechts, die Überprüfungsmechanismen, die intern sind, die Menge der Daten, die gezogen worden sind. Das ist alles noch nicht ganz klar und auch nicht ganz klar einem Gericht präsentiert worden. Das ist das Grundproblem, das wir hatten. Also zunächst einmal, nachdem die Snowden-Enthüllungen losbrachen, hatten wir einige Ergebnisse. Und das ist auch, wie ich angefangen habe, die ersten Reaktionen waren Demonstrationen. Alle liefen auf der Straße rum, was gut war und wichtig. Aber wir alle wissen, dass dies etwas ist, was wir machen, tun müssen und was nicht unbedingt die Welt gleich verändert. Zweitens hatten wir Parlamente, wie hier das Europäische Parlament, die Resolutionen verabschieden. Safe Harbor sollte entfernt werden. Die Kommission sagte mehr oder weniger das Gleiche. Nationale Regierungen, Politikerinnen sagten das Gleiche. Aber wir wissen, dass das eigentlich heißt, dass ein verärgerter Brief an die USA geschickt worden wurde, sodass diese Leute den Medien sich zeigen konnten und sagen, ja, wir haben ja was getan. Und die USA mehr oder weniger werfen diesen Brief in den Papierkorb. Hier die verrückten Europäer wollen irgendwas verändern. Und das war es dann. Also ich wurde zum Beispiel angerufen von einem Journalisten und gefragt, gibt es eine andere Möglichkeit? Und ich habe darüber nachgedacht. Und ja, da gibt es dieses sogenannte Safe Harbor Abkommen. Und um Safe Harbor kurz zu erzeugen, in Europa haben wir Datenschutzgesetze, die auf den Papieren existieren, aber leider nicht unbedingt durchgesetzt werden, aber in Theorie sind sie vorhanden. Und in anderen Ländern gibt es ähnliche Schutzmechanismen durch ähnliche Gesetze. Aber allgemein arbeitet Datenschutz nur dann, wenn man die Daten in der geschützten Sphäre enthält. Man kann also die Daten nicht in ein Drittland senden, das diese Schutzniveaus nicht hat. Und es gibt Länder, in denen das so ist. Und man kann zum Beispiel deswegen Daten in die Schweiz schicken. Das ist das, was das Gesetz sagt. Und dann gibt es Dienste, die außerhalb dieser Länder existieren, in denen Vertragsbeziehungen hergestellt werden können. Zum Beispiel in Indien ist das der Fall. Man kann also dann einen Vertrag mit dem Hoster in Indien abschließen, dass er ähnliche Schutzmechanismen anwenden soll. Und all dies wird von der Europäischen Kommission genehmigt und so fließen Daten legal außerhalb der Europäischen Union. Es geht hier nur um persönliche Daten übrigens, das ist das Einzige, worum es geht. Wir hatten aber ein grundsätzliches Problem mit den USA, weil es diese Richtlinie gab, die sagt, man kann Daten nicht in Drittstaaten weiterleiten, aber es gibt keinen Datenschutz in den USA. Wir würden also nicht die Möglichkeit haben, Daten in die USA zu schicken, außer vielleicht durch Vertragsbeziehungen, die immer schwierig sind. Und die Lösung war eine Selbstzertifizierung für die europäischen EU-Prinzipien, die durch die Kommission in ein Abkommen oder in einen Entschluss gefasst wurden. Zum Beispiel kann Google sagen, und ich beteure, dass ich euren Regeln folge, ich beschwöre das feierlich, und dann können sie tun, was auch immer sie tun wollen, und sie können die Daten empfangen. Und dies ist die Art, wie es funktioniert, und man kann jetzt auf dieses Siegel verweisen. Und alle wissen aber, dass dies ein völlig kaputtes System ist und alle schauten eigentlich weg. Die Politik ist hier und die Wirtschaft ist dort. Und Safe Harbor arbeitet im Grunde so, dass die Firmen also diesem Safe Harbor Prinzip folgen können. Und die Bundeshandelskommission und ähnliche schauen weg, machen Aufsicht theoretisch, aber in der Praxis schauen sie weg. Und das alles eingebettet in eine Diskussion der Europäischen Kommission. Und das macht das sogenannte Safe Harbor System aus. Also vom rechtlichen Standpunkt aus haben wir nicht mal eine Vereinbarung mit den USA. Es ist ein System, das die USA aufgesetzt haben, das wir als angemessen anerkannt haben. Es gibt also, die USA können das im Grunde jederzeit in den Müll werfen.
Und das bringt mich auf die rechtlichen Argument. Wir haben hier ein Smiley. Ich sitze hier in Australien und übertrage meine Daten nach Facebook in Irland. Denn in weltweit ist es so, dass 80% aller Benutzer mit Facebook Irland einen Vertrag haben. Alle die, die außerhalb von USA und Kanada leben, also China, Südamerika, Afrika, die Facebook-Nutzer aus diesen Ländern haben einen Vertrag mit Irland. Und rechtlich gesehen übertragen, werden die Daten von Irland nach USA übertragen. In der Wirklichkeit werden die Daten direkt in die USA übertragen. Aber mein Vertragspartner ist eine irische Firma. Und rechtlich kann man die Daten nur in eine US-Firma übertragen, wenn es eine wenn es gesetzliche Schutzmechanismen gibt. Also man kann jetzt ins Gericht sehen und sagen, oh, Massenüberwachung, wo ist denn hier der Schutz? Das war also im Grunde das Argument. Wirklich interessant war der strategische Approach. Wir haben die NSA und die anderen Überwachungsorganisationen, die verwenden private Firmen. Wir haben so ein Public-Private Partnership bei der Überwachung. Facebook unterliegt US-Gesetzen und dem europäischen Gesetzbuch, zumindest Facebook Irland. Was sie nicht dürfen, weil auf der einen Seite müssen sie den USA alle Daten aussenden, auf der anderen Seite verbietet ihnen Europa das. Das EU-Gesetz reguliert das genau und alles muss unter den grundsätzlichen Grundrechtsprinzipien der EU gesehen wird. Und ganz wichtig dabei ist diese Public-Private Partnership, denn wir haben Jurisdiktion, wir haben keine Jurisdiktion. Wir können den USA-Government einen bösen Brief schreiben, aber privaten Companies können wir, weil sie hier taxiert, können wir juristisch belangen. Also im Gegensatz zum Government, wo wir böse Briefe schreiben können und das war's. Und bei den privaten Unternehmen, von denen wir wissen, dass sie teilweise Daten weitergeben an die NSA, und ohne die Privaten würde es die NSA gar nicht schaffen. Das war die legale Herausforderung oder die Herausforderung, unser Recht zur Data Protection und zur Privacy. Es gibt einen Artikel in der Directive mit der Executive Decision, die Safe Harbor Decision der EU, die bezieht sich, Paragraph 4 des Safe Harbor Principles, die sagen grundsätzlich, der FISA-Akt der USA ist okay. Das ist so ein Circulus Vitiosus, der sich dreht und der sich aufeinander beruft, der sehr schwer auseinanderzuhalten ist. Also da geht die Vorratsdatenspeicherung. Wir sagen, PRISM ist viel schlimmer als die Vorratsdatenspeicherung. Aber wenn unsere Vorratsdatenspeicherung gekippt wurde, was hier wurde, muss PRISM noch viel schlimmer waren. Da gibt es Unterschiede auf Zugriffe. Die eine ist endless, die andere wird 24 Monate limitiert. Aber alles in allem war PRISM viel schlimmer. Und alles, was nachfolgt, muss auch noch viel schlimmer sein. Artikel 8 der CFR macht die zur Verfügungstellung von Data relevant. Also ich muss nur beweisen, dass Facebook die Daten zur Verfügung stellt. Ich muss nicht beweisen, dass die NSA diese Daten tatsächlich nützt. Unter den USA-Gesetzen ist das nur ausschlaggebend, wenn ich nachweisen kann, dass sie meine Daten tatsächlich benutzen. Während für mich war es gut genug, dass ich musste nur nachweisen, dass sie meine Daten haben und dass sie grundsätzlich Daten weitergeben. Ich musste eigentlich nur XG Kiesler anschauen, wie die Daten da rauskriegen. Der Rest ist wurscht, ich muss nur diesen Beweis machen. Also der große Unterschied, die USA muss ich nachweisen, dass sie die Daten tatsächlich gezogen haben und ich muss in Europa nachweisen, dass meine Daten verfügbar sind. Also konnte ich diesen Teil der Schwierigkeiten umschiffen. Also das ist der Unterschied, für gewisse Unterwachung hast du in den USA sehr streng, aber nur ganz spezifisch. Europäische Gesetze sind wesentlich weiter gefasst, nicht so streng. Aber beide beziehen sich auf das grundsätzliche Recht für Privatsphäre.
Aber so wie sie angewandt und eingesetzt werden, sind sie. Aber Fakt ist, wenn du Europäer bist, gilt das sowieso nicht für dich. Du musst ein US-Bürger sein, bevor US-Gesetze für dich gelten, und als Europäer bist du alles nach außen vor. Das Gesetz, das zweite Level nach den fundamentalen Rechten, sagt, es muss ein entsprechender Schutz da sein und es muss durch international Verpflichtung oder vor allem durch Versicherung. Du kannst den Pfizer-Akt lesen, da garantiert gar nichts. Ja, also außer nach Artikel 25 ist da nichts garantiert. Und in Paragraph 4 Safe Harbor Principles, alle diese Privacy Principles, also diese Daten, Privatsphären, Prinzipien, wenn aber dieser Paragraph sagt, wenn die amerikanische Sicherheit der Regierung in Frage gestellt wird, wird das alles überstimmt. Also de facto, wenn irgendjemand in der US-Regierung sagt, aber das brauchen wir, dann stimmt alles, das ganze Safe Harbor Abkommen nicht mehr. Aber das gibt es. Also wenn man durch diese ganzen verschiedenen Schichten von Gesetzbestimmungen drehst du dich am Ende immer wieder im Kreis, weil durch die verschiedenen Schichten durchgearbeitet, muss man sich durcharbeiten. Uff. Zum Vorgehen, wie die ganze Sache ablief. Zunächst mal Safe Harbor. Safe Harbor erlaubt, mit Safe Harbor kann man also zu Trustee oder zur Safe Harbor Kommission gehen. Es gibt ein Formular, mit dem man eine Beschwerde einreichen kann. Es gab, ich glaube, nur 60 Zeichen, mit denen ich meine Beschwerde erklären konnte, was ein bisschen schwierig ist, um NSA-Überwachung zu beschreiben. Also ich habe geschrieben, beendet die Facebook-Teilnahme an Prism. Das war alles, was ich geschrieben habe. Und die Antwort, die ich bekam, Trustee hat nicht die Macht, dieses Thema zu adressieren. Dies ist tatsächlich eine private Vermittlungsgesellschaft oder Schlichtungsgesellschaft. Und dies ist also der Schlichtungsmechanismus, das ist unter Safe Harbor. Man kann auch an die Bundeshandelskommission gehen und die Beschwerde dort einreichen. Und sie, im Wesentlichen haben sie das einfach ignoriert. Der Brief, den ich zurückbekam, war das eine Empfangsbestätigung. Und ich sprach mit den Leuten in der Bundeshandelskommission und hörte, ja, wir bekommen diese Beschwerden und ja, sie haben da einen großen Speicher, da bleiben die dann eigentlich für immer. Das war also die Durchsetzung in Safe Harbor und das war also besonders interessant, dass es auch die Regierung hier gemacht hat, nicht nur die Privatfirma. Also letztendlich gab es hier überhaupt keine Bemächtigung, Autorität, irgendwas zu tun über eine Überwachung. Der nächste Schritt ist dann der nationale die Datenschutzbeauftragten der Länder. Wir haben also zum Beispiel in Deutschland sogar in jeder Provinz oder in jedem Bundesland. Dies ist ja meine Lieblingsfolie. Dies ist die irische Datenschutzbeauftragte, beziehungsweise das Gebäude der irischen Datenschutzbeauftragten. Um sehr genau zu sein, ich weiß nicht, ob ihr den Laserpointer sehen könnt. Dies ist ein Supermarkt und dies ist das Büro der europäischen der irischen Datenschutzkommission. Also es sind etwa 20 Menschen, die arbeiteten, glaube ich, als wir die Beschwerde eingereicht haben. Nicht ein einziger Rechtsanwalt, nicht ein einziger Techniker. Also wir haben hier einige öffentliche Angestellte, die mit Datenschutz arbeiten und niemand hatte irgendwelche Ahnung über technische und rechtliche Dinge. Das Wichtige ist, dass hier Billy Hawks, der Datenschutzbeauftragte zu der Zeit, er ging tatsächlich ins Radio, in die sehr wichtige Nachrichtensendung am Morgen und wurde gefragt nach diesen Beschwerden und er hatte dann gesagt, ich glaube, es ist keine große Überraschung, wenn ich sage, dass US-Dienste auf die Firmen Zugriff haben. Und es war das Verrückteste überhaupt. Ich saß am Radio und hörte, was? Er hat gerade zugegeben, dass all das stimmt. Treffer! Und das Zweite, was er sagte, ist, dass die Arbeit der Dienste kein Datenschutzthema sei. Interessant. Das ist natürlich online zu finden, ihr könnt euch das anhören. Aber das Witzige war, dass inhaltlich ist das Ganze so schwer zu beweisen, dass ich befürchtete, dass er sagen würde, ja, wer weiß, ob das alles stimmt, wir haben keine Beweise. Und die Firmen sagen, sie haben nichts damit zu tun. Also, dass der Datenschutzbeauftragte dachte, ja, das ist wirklich so, seid ihr überrascht?
Das war fantastisch, denn wir haben jetzt die ganze inhaltliche Debatte überwunden, im Grunde die Tatsachendebatte. Ich bekam tatsächlich einen Brief, in dem sie sagten, dass sie nichts untersuchten, und ich fragte, warum. Und sie bezogen sich dann auf zwei Abschnitte im Gesetz in Kombination. Das eine ist, sie sollen sie untersuchen, und das andere sagte, sie können untersuchen. Und dadurch sagten sie, ja, wir können untersuchen, wir fühlen uns nicht danach, das zu tun. Und das andere war, was sie sagten, dass eine Beschwerde könnte auch ja, frivol sein und nicht ernsthaft. Und deswegen würden sie das nicht untersuchen. Wir haben das in ein kleines Bild übersetzt. Das ist im Wesentlichen das, was Sie gesagt haben. Warum habt ihr nicht Prism untersucht? Soll heißt kann, frivol, anderer Grund oder A und B. Und Sie haben im Grunde alles geantwortet. Um nur einen gewissen Hintergrund zu geben, hier sind die Beschwerden, die empfangen werden, in der blauen Linie von der irischen Datenschutzbeauftragten, und die rote Linie sind die, die Sie nicht entscheiden. Also 96-98% der Beschwerden werden nicht behandelt. Was interessant ist, weil man ein Recht darauf hat, eine Entscheidung zu bekommen, aber man bekommt keine. Und hier, um das Bild zu vervollständigen, Apple und all die anderen Prison-Firmen, Irland hat im Wesentlichen gesagt, was wir gesagt haben. Luxemburg, wo Skype und Microsoft sitzen, sagen, sie haben nicht genügend Beweise für eine Teilnahme von Microsoft und Skype. Das Interessanteste war hier, sie sagten, dass sie auf das Territorium von Luxemburg beschränkt sind mit ihren Untersuchungen. Weil diese Dinge alle in den USA passieren, haben sie niemals eine Chance herauszukriegen, was passiert. Und dann habe ich also mich gefragt, was ist denn, ich kann euch das herunterladen und nach Luxemburg schicken, es ist alles da. Das Problem, warum wir nicht in Luxemburg weitergegangen sind, ist das Tatsachenargument. Sie haben gesagt, das ist zwar alles illegal, aber wir glauben nicht dran. Und Deutschland hat geantwortet, wir untersuchen, und das antworten sie bis jetzt. Und das betrifft Yahoo. Yahoo ist in München, aber die haben jetzt auch einen Umzug nach Irland gemacht. Ich weiß also nicht, was aus dieser Beschwerde geworden ist. Wir haben nie was gehört. Wenn wir E-Mails schicken, hieß es immer, wir untersuchen noch. Also was passiert ist, ist, dass ich zum Hohen Gericht in Irland ging, um die Nichtentscheidung des irischen Datenschutzbeauftragten anzugreifen. Und dies hieß dann Schrems gegen die Datenschutzbeauftragtenkommission, gegen den Datenschutzbeauftragten. Aber nun ist die Entscheidung tatsächlich nach meinem Nachnamen benannt. Es ist also seltsam. Man hat mit Datenschutz zu tun und auf einmal findet man seinen Namen überall. Es ist schon seltsam. Und dies ist das Gebäude des irischen Hohen Gerichts, und es ist sehr, sehr schwer, dort einen Fall einzureichen wie diesen hier. Das große Problem ist, dass man Geld braucht. Wenn man vor einem irischen Gericht einen Fall verliert, dann hat man einige 100.000 Euro Rechtsgebühren, rechtliche Gebühren zu begleichen. Weshalb eigentlich niemals irgendjemand den irischen Datenschutzbeauftragten angreift, denn man wird eigentlich sein Haus verlieren darüber. Wir haben also ein bisschen Crowdfunding gemacht und haben etwa 700.000 Euro bekommen aus dem Crowdfunding. Hier ist die Plattform. Die Idee war, dass Leute spenden konnten, und wenn wir das Geld nicht brauchen würden, würden wir es einem anderen spenden, einem anderen guten Zweck, oder das Geld zurückgeben. Was wir tun müssen, denn es gab keine Kosten, wir haben den Fall gewonnen. So, das Witzige dran, musst du da hineingehen, an einem Montag um 11.30 Uhr, da gibt es einen Raum, und da kannst du deinen Appeal machen, und da gibt es alle in einem Zimmer, über 100 Anwälte, und alle warten darauf, dass sie aufgerufen. Endlich um 4 am Nachmittag wurden wir aufgerufen, und um 4 wurde das in den Möglichkeiten, das wurde dann vertagt. Am Ende kriegst du sowas raus. Das sind ungefähr die Akten. Irische Gerichte sind noch immer auf Papier. Und da gibt es, also werden nummeriert und werden durchnummeriert und Kopie und zwei Kopien natürlich immer. Also, du kriegst einem Richter zugewiesen, und dem wirst du zugewiesen, und du endest ab, du findest von einem Richter,
Und der hat doch nie was von Snowden gehört, weil der weiß nicht, was Safe Harbor ist. Du sagst zum Richter, was macht ihr denn überhaupt? Und was zum dann gab er uns 15 Minuten. Dann hat er vertagt für 2 Stunden. Wir sind gegenübergegangen, haben Bier getrunken und der Richter hat mal reingeschaut, was denn überhaupt passiert. Also das ist in Irland sehr kompliziert. Da gibt es einen Solicitor, der sagt, der Counsel, also ich spreche nie direkt mit dem, du sprichst nie direkt mit dem Richter. Und ich habe gefragt, da kann ich denn direkt anreden? Nein, nein, das da sitzt ein Solicitor und dann sagt er, die sprechen über dich und du sitzt dort und denkst, das bin ich, über den die da reden. Was dann passiert ist, wir hatten 10 Gründe, dass allein unter irischem Gesetz, dass die Data Protection Commission entscheiden die haben diesen ganzen Schwar einfach an das Europäische Zentralgericht weitergereicht, weil sie wollten die Hacke einfach selber nicht machen und haben diese kurze und prägnante Frage, die sich hier vorne stellt, einfach an das oberste Gericht Europäische weiter. An den Europäischen Gerichtshof. Und wir hatten keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Was wunderbar war, dass in dem Spruch des irischen Gerichtes, aber sie haben zumindest anerkannt, dass diese ganze Massenüberwachung faktuell wahr ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die sogenannte Beweiswürdigung obliegt dem nationalen Gericht. Das heißt, das oberste Gericht der EU entscheidet keine Beweiswürdigung mehr, sondern nur mehr, ob die Entscheidungen richtig waren. Ah. Also wir hatten immerhin eine Entscheidung des irischen Gerichtes, dass es stimmt, dass die Überwachung passiert, dass sie illegal ist. Wir waren also die Ersten, die das zusammengebracht haben. Was interessant ist außerdem ist, dass ich habe gesagt, dass ich jetzt nicht zum Europäischen Gerichtshof gehen würde, weil die Kosten so hoch sind, dass sogar die 60.000, 70.000 Euro, die ich in Spenden bekam, die jetzt nicht ausreichend abdecken. Und natürlich der irische Gericht, das Hohe Gericht wollte es einfach von seinem Tisch weg haben. Ich hatte also jetzt einen Kostenschutzbescheid, und ich war tatsächlich der Erste, der so einen Bescheid in Irland bekam, was wirklich cool war. Und so hatte das Hohe Gericht die Sache dann vom Tisch. Also, wir kamen dann in den Europäischen Gerichtshof und der hatte dann also den entscheidenden Vorgang. Hier sind 13 Richter, die vor dir sitzen, Richterinnen. Es gibt hier, die Entscheidung war, dass die große Kammer des Europäischen Gerichtshofs, das höchste, was man überhaupt bekommen kann in Europa, diesen Fall behandeln würde. Vom Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs vorgesetzt. Und hier werden die wirklich wichtigen Fragen hingeleitet. Und ich dachte, cool, oh, ich komme in den Europäischen Gerichtshof. Und alle Rechtsanwälte hatten genau dieselbe Aufregung. Ich komme hier von der großen Kammer zum Europäischen Gerichtshof. Das war wie hier Disney. Rechtsanwälte können also sehr interessant sein. Und wir hatten also diese drei Hauptmenschen sein, den Präsidenten. Thomas von Danwitz ist ein deutscher Richter, der auch die Entscheidung führend geschrieben hat. Es gibt einen berichtenden Richter, das war er. Und er hat auch Daten, die Vorratsdatenspeicherung behandelt. Und die dritte Person habe ich nicht mitbekommen. Also wir hatten Fragen, die also vorher an den Gerichtshof geleitet worden waren. Und die bezogen sich auf die Massenüberwachung in den USA. Und als ich sah, dass dies die Fragen waren, dachte ich, oh, wir haben den Fall gewonnen. Es kann gar keine andere Entscheidung kommen, wenn dies die Fragen sind, um die es geht. Es gab Teilnehmer aus ganz Europa, das Europäische Parlament, den Datenschutzbeauftragten oder Aufsichtspersonen, die Kommission und Organisationen wie Digital Rights Ireland. Und interessant waren die Länder, die nicht dort waren, zum Beispiel Deutschland fehlte. Und soweit ich gehört habe, gab es Gründe,
dass man sich nicht zu sehr in die transatlantische Partnerschaft einmischen wollte oder sie stören wollte. Das war sehr interessant, weil Großbritannien dem Fall sich angeschlossen hat, aber Deutschland gesagt, oh nein, wir wollen damit nichts zu tun haben. Und außerdem interessant ist, dass es gab, dass Interventionen bei der US-Regierung gab, von der US-Regierung. Also es gab ich bekam Textnachrichten von Leuten all diesen Ländern, in denen ich erfuhr, dass die USA sie gerade angerufen hatten. Und ich dachte, das war interessant. Ich kannte viele dieser Leute von Konferenzen und so. Und diese Leute sagten mir, die USA haben gerade angerufen und möchten mit meinem Überaufsichtspersonen, Vorgesetzten sprechen und mir sagen, was ich im Gericht sagen soll. Und das war sehr interessant. Und ich saß im Gerichtssaal. Und dann gab es dann die Hauptrechtspersonen der US-Botschaft in der EU. Und ich hörte also zu, was alles hier argumentiert wurde. Und ich dachte, ja, das ist ja eine Situation. Mir wurde gesagt, wer es ist. Und der kam zu mir und sagte, bist du der Bekläger hier? Und ich sagte, ja. Und versuchte mit mir zu reden. Und er fragte mich, hast du inzwischen alle anrufen können oder brauchst du noch ein paar Telefonnummern? Und ich dachte, was, der hat gerade nicht die Frage gestellt. Und ich sagte, ich habe Kontakte zu meinen Kollegen und ja, wir müssen natürlich. Und er sagte, ja, ich muss natürlich die US-Interessen hier pushen und so. Und ich dachte, ja, das war eine interessante Unterhaltung. Und niemand war jetzt wirklich auf der US-Seite im Argument. Das war sehr interessant. Und dann gab es also die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und die erste Entscheidung, die große Nachricht, Safe Harbor, ist ungültig. Und dies kam über Nacht. Also wir dachten, es gab irgendeine Frist. Aber tatsächlich in der Minute, in der sie es aussprachen, wurden alle Datenübertragungen in die USA auf einmal ungesetzlich. Das war irgendwie groß. Das zweite große Ding war, dass sie eigentlich sagten, dass der Kern deines Rechts hier verletzt wurde. Das heißt jetzt nicht sehr viel, aber für einen Rechtsanwalt heißt das, oh mein Gott, der Kern wird angesprochen. Und um zu erklären, warum das alles so aufregte, man hat also, wenn man eine Rechtsverletzung hat, dann es gibt, wenn ein Polizist zum Beispiel dich beobachtet, indem er die Straße runterlegt, dann gibt es keinen, wenn der Rechte nicht angetastet, dann gibt es aber den Bereich der Verhältnismäßigkeit, wo man also fragt, ist ein Eingriff angemessen und nicht, also Vorratsdatenspeicherung war nicht verhältnismäßig und vielleicht hier irgendwo, also irgendwo noch verhältnismäßig, aber zu weitgehend. Und dann gibt es den Kern, wo es also heißt, das ist absolut egal, weil es ist so unglaublich eine große Antastung, dass es niemals legal sein kann. Und dies hier wurde tatsächlich erstmals gesagt über die US-Massenüberwachung. Und das war also das erste Mal, soweit ich weiß, dass der Europäische Gerichtshof jemals etwas gesagt hat, dass unter der Konvention etwas so krass ein Problem ist. Und das ist das erste Mal, dass sie gesagt haben in einem Fall, das ist also sehr, sehr groß für das Recht insgesamt. Es gab einige Ergebnisse über die Datenschutzkompetenzen, das ist nicht so interessant vielleicht, aber es gibt eine Geschichte hinter diesem Bild. Sie haben im Wesentlichen gesagt, dass ein Drittland nicht nur adäquate Schutzmechanismen bereitstellen muss, sondern äquivalente Schutz. Also es gab mal irgendwann diesen Wechsel von äquivalent zu adäquat, was im Grunde gar nichts heißt, weil alles oder nichts adäquat sein kann. Adäquat hat keine rechtliche Bedeutung. Wenn man fragt, was ein adäquates, man weiß es einfach nicht. Es wurde also wieder zurückverändert zu der Formulierung, die aus dem Gesetz herauslobbyiert wurde. Und jetzt verstehen wir also adäquat als im Wesentlichen äquivalent. Und jetzt muss jedes Land eigentlich dieselbe Schutzmechanismen haben wie Europa. Wir haben also jetzt Aufsichtsmechanismen und wir müssen also auch einen Rechtsweg haben. Und hier übrigens das Bild, ich habe hier einfach nur auf zwei Leute gezeigt, aber die Medien haben dies als Siegzeichen, als Victory-Zeichen interpretiert. Ich muss ein bisschen schneller werden, nicht zu sehr, aber ein bisschen. Die Zukunft, und ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich auch für euch wichtig. Zunächst, was bedeutet dieses ganze Urteil? Zunächst einmal, die USA haben ihren privilegierten Status eigentlich verloren als Land, das einen adäquaten Schutz bereitstellt. Das ist also das peinliche Ding, worüber niemand sprach vorher. Und
USA sind jetzt irgendein weiteres Drittland, China, Russland, also Länder in. Man kann nicht, es ist nicht so, dass man keine Daten mehr in die USA übertragen kann, aber sie haben ihren Sonderstatus verloren. Also man kann nicht Massenüberwachung haben und gleichzeitig ein adäquat schützendes Land sein, was irgendwie logisch ist. Die Konsequenz ist, dass sie jetzt also die und viele sagten, dass das einzige Ergebnis nun eine Einverständnisbox wäre, die Leuten aufzwingt zu sagen, ich bin mit dem Übertragung in die USA einverstanden. Aber Einverständnis muss freiwillig gegeben sein, es muss informiert sein, muss eindeutig sein und spezifisch, und das wurde bisher immer ignoriert. Also diese Art von Zustimmung, die ihr hier seht, ist zum Beispiel sicher nicht informiert und nicht eindeutig. Was man also jetzt hier tun muss, ist irgendeine Art Policy haben, in der es heißt, ich bin damit einverstanden, dass alle meine Daten an die NSA, FBI, was auch immer, übertragen werden, und ich muss die Möglichkeit haben, Nein zu sagen. Dies, also bisher war es theoretisch möglich, etwas zu sagen, aber weil man sowas nicht sagen darf in den USA, ist man jetzt in einer Art Limbo-Situation. Also Einverständnis wird jetzt keine richtige Lösung sein, weil hier ist also die Einverständniserklärung von Apple. Und zwar geht es jetzt um Modellvertragsklauseln, ein Mechanismus. Also die Idee ist, dass in einem Vertrag die Firma sagt, dass alle Daten sicher sind. Und das Problem ist, dass es dort eine Klausel geben muss, die sagt, wenn es Massenbewachung gibt, dann ist diese ganze Sache eigentlich ungültig. Es kann nicht sein, dass eine Firma sagt, ich beschwöre, dass ich Daten schütze, und gleichzeitig gibt es Massenüberwachungen. Das heißt also, all das, was die Firmen im Moment verwenden, wird vor Gericht überhaupt nicht bestehen. Und das wissen alle Firmen, aber alle sagen noch öffentlich, wir haben eine tolle Lösung, Standardvertragsklauseln. Also das Problem ist, dass wir hier die Frage haben, muss es eine faktische oder eine rechtliche Einschätzung geben. Wir müssen also nur in die Gesetze des Landes schauen, oder müssen wir das tun, was jetzt hier. Also Amazon war kein großer Cloud-Provider, als die Snowden-Enthüllungen, die Dokumente dort geschrieben wurden. Amazon ist es inzwischen und unterliegt inzwischen all diesen Gesetzen. Können wir jetzt immer noch Daten in die Amazon-Cloud übertragen? Dies ist also die Frage, welche Firmen unter diese ganze Entscheidung fallen. Letztendlich haben wir weitere Ausnahmen. Also das heißt zum Beispiel, Leute sagen, man kann kein Hotel mehr in den USA buchen, aber es gibt Ausnahmen, wenn es also um die Ausführung eines Vertrags geht und ich ein Hotel in den USA online buche, dann müssen diese Daten in die USA gehen, um das Hotel wirklich zu buchen. In diesen Fällen kann man noch Daten übertragen. Es geht tatsächlich hier hauptsächlich in der Entscheidung um Outsourcing. Wenn ich also meine Daten in Europa hosten könnte, aber aus Bequemlichkeitsgründen sie in den USA hostet, dann bekommt man diese Probleme durch die Entscheidung. Was wir also getan haben, ist, wir haben eine zweite Runde von Beschwerden, die nun auf dieser Entscheidung beruhen. Die kann man auch von unserer Website herunterladen, und geht es also um den Deal, um den Vertrag zwischen Facebook USA und Facebook Irland. Und dies wird gerade in Irland untersucht, und wir haben jetzt also die Frage, dass wir vielleicht einen Vertrag zwischen den beiden Firmen, aber dieser Vertrag ist ungültig aufgrund der US-Massenüberwachung. Und wir haben hier also einen Brief, dass jetzt also Informationen von Facebook über ihre Datenverwendung gegeben werden. Und dies ist in der Entscheidung. Die Frage ist also, ob der Datenschutzbeauftragte in Irland uns Zugriff geben wird auf diese ganzen Tatsachen. Weil bisher es immer hieß, es ist alles geheim. Ihr dürft nicht erfahren, was Facebook mit euren Daten tut, obwohl ihr eigentlich von Facebook voll informiert werdet, was Facebook mit euren Daten tut. Auch sehr interessant. Ein anderes Ding ist Safe Harbor 2.0. Natürlich wird niemand das Safe Harbor 2.0 sprechen, weil das jetzt in den schlechten Schlagzeilen ist. Also was jedenfalls geschehen ist, dass die USA eine Menge Lobbyismus betrieben hat, und
und behaupten, das sei alles, die ganze Entscheidung sei auf falschen Tatsachen gemacht worden und es sei im Grunde Teil eines Handelskriegs. Und ich habe hier ein Treffen gehabt und gehört, es gibt Arbeit, sehr viele arbeiten jetzt an einem neuen Safe Harbor, und ich fragte, ja, wie sieht es denn jetzt im Detail aus und wie sieht es mit den Problemen aus? Und es scheint so aus, als ob man diese Daten, diese Probleme niemals wirklich lösen wird. Und es ist im Grunde wahrscheinlich eine Schuldzuweisung hier, um die es geht. Und beide Seiten werden sich gegenseitig wohl beschuldigen, dass es keine Lösung gegeben hat. Das Problem mit Safe Harbor 2 ist, dass im Regierungssektor im Grunde das gesamte US-Rechtssystem neu geschrieben werden müsste, was sie für ihre eigenen Bürger nicht getan haben. Also werden sie es wohl kaum für europäische Bürger tun. Also zum Beispiel Rechtswege, die existiert nicht mal in den USA, wird also für europäische Bürger kaum einen Rechtsweg geben. Es kann kaum neue Safe Harbor Prinzipien geben, weil die im Grunde den europäischen Prinzipien äquivalent sein müssten. Und dies würde nun eine völlige Überarbeitung des Rechtssystems erfordern. Also zum Beispiel hier, all diese Verarbeitung hier wird von europäischen Recht abgedeckt. Und dies hier, diese beiden Punkte sind die, die vom Safe Harbor Prinzip behandelt werden. Also alles andere ist also frei aufgrund der aktuellen Safe Harbor Prinzipien. Also ihr seht, dass es bereits einen meilenweiten Abstand zwischen den Rechtssystemen gibt. Was ist also die Zukunft von Datenfluss zwischen EU und USA? Wir haben ein riesiges Problem für die PRISM-Firmen, denn was sie hier machen, ist einfach, die Grundrechte werden massiv verletzt, egal wie man das Rechtssystem umschreibt, die Grundrechte bleiben verletzt. Also wir haben hier ein sehr großes Problem. Die USA können eigentlich keine Ausnahme für sich erbeten und gleichzeitig Massenüberwachung betreiben. Also ich konnte bisher nur auf die Probleme hinweisen und nicht wirklich die Lösungen aufschreiben, denn das muss politisch geschehen. Interessante Frage ist, was ist eigentlich mit Überwachung durch die EU selbst? Tun sie nicht irgendwie mehr oder weniger das Gleiche? Und das stimmt. Das Problem ist, dass hier die Europäische Grundrechtscharta im Grunde nur sich auf Aktionen der EU selbst bezieht. Also nationale Aktionen sind ausgenommen, was Mitgliedstaaten für sich selbst tun. Wir haben also kein Glück hier. Man kann also vielleicht über einige Zirkelschlüsse kann man es vielleicht auch argumentieren. Also die Grundrechtscharta, die Europäische Menschenrechtskonvention des Europäischen Rates, die in Straßburg vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof entschieden wird, könnte hier auch mit hineingebracht werden, und es gibt also einen gewissen Kampf zwischen diesen beiden Gerichten. Also man kann vielleicht mit einem deutschen Fall oder einem britischen Fall oder französischen Fall auch an dieses Gericht gehen und mehr oder weniger das Gleiche tun. Wir können kaum argumentieren, dass die USA schlecht sind und das, was wir tun, besser ist. Es gibt auch technische Lösungsansätze. Also was Microsoft getan hat, ist jetzt alles in Deutschland zu hosten bei der Telekom. Und das Problem hier ist wirklich, wenn man keine technische Lösung bekommen kann, ohne Zugriff der USA, dann man könnte mit Verschlüsselung oder Lokalisierung arbeiten, aber das ist alles nicht wirklich keine sexy Lösung. Und zuletzt Durchsetzung, dies ist hier nun, ich versuche hier gerade euch was zu verkaufen, mehr oder weniger. Datenschutzgesetze in Europa haben wir, aber wir haben keine Durchsetzung. Und Anwälte in Europa wissen nicht, was technisch passiert. Die technischen Leute wissen kaum, was das Recht sagt. Und dann haben wir ein Problem des Fundraising. Also wir brauchen jetzt irgendeine Art von Stiftung, Warentest für Datenschutz und ein strukturiertes System, um sich diese Dinge anzuschauen und auf diesem Weg vielleicht auch Durchsetzung zu erreichen. Wenn also das Zeug, was ihr auf euren Geräten habt, nicht dem europäischen Recht entspricht. Also wir werden hier vielleicht nicht alles ändern können, aber dies könnte eine Lösung sein für viele Dinge, die wir haben. Wir haben in vielen anderen Rechtsbereichen so etwas, wir haben also Nichtregierungsorganisationen, die sich um diese Dinge kümmern. Das könnte also eine Lösung sein für den Datenschutz.
Bevor wir Fragen und Antworten haben, ein bisschen Bullshit-Bingo hier. Vielleicht haben wir dadurch einige Fragen gleich beantworten. Also, viele Fragen sagen, die EU macht das Gleiche und ich habe das schon beantwortet. Ja, Heuchlerei, sagt die Folie. Die zweite Frage ist, die Prism-Firmen sagen doch, dass sie das gar nicht tun. Das ist absurd, weil sie alle unter Gag-Orders sind. Also all die Leute, die mit uns reden, haben nicht einmal den Zugriff, das Sicherheitsniveau, um darüber reden zu können. Das ist also ein bisschen komisch, wenn jemand sagt, ich lese jetzt hier das Briefing von Facebook vor, das sagt, wir tun nichts davon. Die andere Geschichte ist, dass Facebook und die US-Regierung sagen, dass sie nicht gefragt wurden, sie wurden nicht eingeladen in den Gerichtsfall. Das Ding ist, sie wussten alle total Bescheid über den Rechtsprozess, haben sich aber entschieden, selbst dort nicht teilzunehmen. Also jetzt haben sie gesagt, oh, ich will nicht überreden. Und dann, als die Entscheidung kam, dann sagten sie, oh, wir wurden nicht gefragt. Und ja, natürlich ist es nur ein Gewinn auf dem Papier, aber versuchen das tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt zu bekommen. Und es gab dann dieses Argument, dass die EU das Internet kaputt gemacht hat. Und da ist die Antwort, nein, die USA haben es natürlich kaputt gemacht und die EU reagiert darauf. Ein anderes Thema, interessant, viele US-Menschen sagen, dies ist Protektionismus. Die EU setzt eigentlich nur diese Grundregel durch, um Firmen hier weh zu tun. Und das ist seltsam, weil ich bin nicht involviert in dem Anliegen, mehr Handel nach Europa zu kriegen. Ich bin an meinen Grundrechten interessiert. Und die Politik hat alles Mögliche getan, um diesen Fall nicht vorangehen zu lassen. Also es scheint es kaum Protektionismus zu sein, denn die Politik würde das betreiben. Und was ist mit den Kabeln, mit all diesen anderen Überwachungsmaßnahmen? Und ja, die sind auch ein Thema. Und da hat man einfach mehr Hacking, illegale Zugriffe auf Server und Kabel. Also es ist sehr viel schwerer, das anzugreifen, als die Verhaltensweisen dieser Firmen. Es gibt hier viele Themen. Ich bin einfach nur froh, wenn ich ein Thema hier rüberkriege, zu euch transportiert kriege. Und jetzt bin ich dankbar für eure Fragen. I would ask you to please line up at the microphones here in the hall. We have 6 microphones. And we have also questions from the IRC. While you guys queue up, I would take one from the internet. Yeah, just one for the first. Eine Frage. Wie hängt das mit TTIP zusammen? Ja, nicht wirklich, denn die Entscheidung ging um Grundrechte. Also wenn es irgendwelche TTIP-Formulierungen gibt, dann wird das wieder illegal. Also es gab einen Versuch, das so etwas in TTIP einzubauen, aber ja, also Edry hat einen Ask Me Anything um 7 Uhr. Es gibt den Workshop am C1, wo man ab 7 Uhr hingehen kann, ein Ask Me Anything von Edry mit Max. Danke für Erfurt. Die Frage ist, könnten US-Businesses je in kritischen Bereichen engagiert werden, zum Beispiel im Public Sector, Windows, im Bundestag zum Beispiel? Das ist ein Riesenproblem und das hatten wir eine Weile lang. Ich habe ja hauptsächlich mit Menschen im Bereich der Wirtschaft geredet und auf solchen Konferenzen geredet. Und Leute sagen mir, ja, wir machen jetzt alle unsere Bankdaten bei Google, speichern sie. Und ich dachte, was? Ist nicht nur Datenschutz, sondern auch Handelsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse und solche Dinge. Also, das ist ein Riesenthema. Und wenn man über das neue Windows redet, das also eine Menge mehr beobachtet als das alte, wieder ein Riesenthema, weil Microsoft unter das gleiche Thema fällt. Das kann man nicht wirklich verweigern. Sind alle einfach schuldig. Dankeschön. Wie würden Sie Microsoft einschätzen, wenn Sie sagen, Sie haben sich gewehrt, Sie haben zumindest gesagt, Sie haben sich geweigert, die Daten dem FBI zu geben? Also, um fair zu sein, viele dieser Firmen haben erkannt, dass es ein Problem gibt. Das ist ein Feuermarsch. Also
einige der Microsoft-Leute reden mit mir und sagen, wir sind nicht unglücklich über diesen Fall. Wir haben jetzt eine Möglichkeit, um mit den US-Regierungen zu reden, mit der US-Regierung. Also die sitzen im Grunde zwischen zwei Stühlen. Die EU-Recht sagt, die USA sagt, wir töten euch, wenn ihr uns nicht diese Daten gibt, und die EU, zum Beispiel in Österreich, ist die maximale Strafe 25.000 Euro, wenn man nicht dem Recht folgt. Das ist absurd. Und in anderen Ländern ist es ähnlich. Also wir haben hier jetzt die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die kommt, die maximal 4% des weltweiten Umsatzes sind. Es ist also einige Millionen. Also Jan-Philipp Albrecht, wenn der im Raum ist, ist derjenige, dem man hier danken soll, das grüne europäische Parlamentsabgeordnete, der das mit wesentlichen zentral mit ausgehandelt hat. Also Lösungen wie diese Telekom-Geschichte, Microsoft schiebt die Daten zur Telekom, sodass die USA jetzt keinen Zugriff mehr haben, das könnte man argumentieren. Also wir teilen aber das Internet, und dies ist nicht wirklich etwas, was ich sehr mag, aber anscheinend die einzige Lösung. Dankeschön. Meine Frage ist, oh, die Nummer 4 ist da hinten. Entschuldigung. Ändert sich jetzt das im System in Irland? Gibt es einen Nachfolger für dich? Im Wesentlichen ist das, was der Datenschutzbeauftragte bekam, ist ein neues Gebäude. Und die Pressemitteilung ist komisch. Ah, wir haben ein neues, tolles Gebäude in zentralen Dublin. Schöne Gegend, doppelte Ausstattung und Personal. Aber das Problem, ich habe das Bild nur aufgenommen, um zu zeigen, was wirklich im Gebäude ist. Das Problem ist, Sie haben zwei Länder, Luxemburg und Irland, wo all diese Firmenzentralen sind. Und diese Länder sind nicht interessiert daran, Steuer einzusammeln, Datenschutz durchzusetzen, all diese Dinge. Sie haben also wir bekommen eine große Menge Geld auf dem Rücken der gesamten EU. Und bevor sich das ändert und die Haltung sich ändert in der irischen Datenschutzkommission, macht es nicht wirklich etwas aus, in welchem Gebäude Sie sind. Also Sie können jetzt der Öffentlichkeit sagen, wir haben mehr Geld, wir haben mehr Personal. Aber das System hat sich nicht verändert. Das Problem ist, was das System tut. Sie haben jetzt eine neue Beschwerde auf Ihrem Tisch, Safe Harbor und Facebook, und mal schauen, ob Sie was tun oder nicht. Ich denke, dass Sie irgendeinen zufälligen Grund finden werden, warum Sie leider nichts da tun können. Wir werden sehen. Okay, danke schön. It's your turn, Microphone number two. Okay. Ja, danke schön. Thank you for your service for the public. Danke für deinen Service an der Öffentlichkeit. Was wird das? Sonst auf Deutsch. Ja, bedeuten fällt mir gerade nicht ein. Was bedeutet das eigentlich für die Vorratsdatenspeicherung, wenn die jetzt wieder kommt? Und inwiefern wird die Social Media damit jetzt sozusagen freigestellt wieder oder nicht? Ich muss ehrlich sagen, ich habe die deutsche Vorratsdatenspeicherungsgeschichte nicht so genau angeschaut als Österreicher. Also das österreichische Verfassungsgericht hat die ganze Sache mehr oder weniger gekillt. Ich denke, wir werden in Österreich nicht so bald Vorratsdatenspeicherung sehen. Für Deutschland wird das interessant, besonders wenn man irgendeinen Weg finden wird, nach Luxemburg zu gehen. Wenn man also irgendeinen Haken findet, um zu sagen, dieses deutsche Gesetz verletzt irgendwas in der Datenschutzrichtlinie, dann könnten wir wieder an die Gerichte gehen. Interessant also, dass das Luxemburg-Gericht so aktiv geworden ist, dass es einige dieser nationalen Verfassungsgerichte auch bestärkt hat. Ich denke, die deutsche Entscheidung war, wir können nicht so ganz völlig sagen, dass es illegal ist, und wir sagen, dass es irgendwie nicht ganz legal ist, wie es bisher gemacht ist, aber es könnte legal sein, also die deutsche Vorratsdatenspeicherungsentscheidung. Das österreichische Gericht hat das wirklich völlig von der Tür weggekickt, und wir haben wahrscheinlich jetzt auch besseres Fallrecht, also bessere Gerichtsentscheidungen. Und wenn wir jetzt jedem hier im Raum fragen, was verhältnismäßig ist oder nicht, hat jeder eine andere Meinung. Es ist also relevant, wichtig, dass das Level von dem, was verhältnismäßig Dankeschön. Heißt, ein bisschen anzuheben, müssen wir also noch mehr Leute fragen und Gerichte fragen. Microphone number one, we have another question.
Hi. Two questions. One, could you tell us zwei Fragen. Idea of Stiftung Datenschutz. Could you tell us something about this idea, what you would have a, and how would that be, your idea of doing a sort of data protection agency, how would you fund that? And the second question. Let's keep the personal data of our activists within Europe. I always get this answer, yeah. Und wenn ich immer sage, wenn wir unsere Daten in Europa halten, kriege ich immer die Antwort, naja, ist ja völlig wurscht, ob das jetzt in San Francisco oder in Frankfurt abgezogen wird. Ja, also das ist ungefähr, was wir haben. Ich habe gesagt, dass diese Entscheidung hoffentlich auch für nationale Überwachung in den EU-Mitgliedsländern verwendet wird. Wir haben nämlich die gleichen Probleme. Also wenn jetzt der deutsche Untersuchungsausschuss im Bundestag sagt, ah, wir werden jetzt nur um den Schutz von Deutschen kümmern, dann denke ich mir, ah, meine Daten gehen ins verdammte Frankfurt auch die ganze Zeit und wir müssen das also auch in Österreich darum kümmern. Also ich hoffe, dass dies ein Fall ist, der zeigt, dass man tatsächlich auch etwas die Aktion, die Initiative ergreifen kann. Man muss nur lange genug auch da prokern oder nachstochern. Und die andere Sache, viele Firmen, die diese Daten halten, sind jetzt, die werden jetzt vielleicht viele Anordnungen viel mehr in Frage stellen. Wenn sie jetzt, sind jetzt vielleicht nicht mehr interessiert, bisher ist es vielleicht einfacher, Daten einfach weiterzuleiten und die Rechtsfragen nicht selbst zu klären. Wenn also jetzt But in the end, you have that issue in the end. Yep. On the Stiftung, was die Stiftung Datenschutz oder wie auch immer angeht, denke ich, wollte jetzt einfach mal, dass Sie jetzt mal hier rauspusten und ich denke, die AktivistInnen, Verbraucherinnenseite muss das übernehmen. Ich denke, das große Problem in der Verbraucherrechtsfrage ist, dass wir die Instrumente nicht so richtig verstehen. Also wir haben nicht sich die Beweise für das, was wirklich passiert. Und wir brauchen diese Gerichte, wenn wir vor Gericht gehen wollen. Ich denke, viele Leute hier haben tatsächlich Beweise auf ihren Computern. Also wir müssen irgendwie diese Verbindung machen. Ich kann das nicht direkt jetzt euch vorschlagen. Ich will es nicht gleich morgen anfangen, aber ich denke, ich will das einfach mal in Umlauf bringen, um ein bisschen Feedback zu bekommen. Also schickt mir gerne E-Mail oder per Twitter Nachrichten oder wie auch immer. So we do have a bit time left. Microphone number two with the next question. Wir haben noch eine Frage für Mikko. Was kann ich als Einzelperson machen? Kann ich jetzt Google klagen oder irgendeine andere Gesellschaft, um das einzustellen? Oder würde das irgendwas bewirken? Was kann der normale, durchschnittliche Bürger tun? Naja, also jetzt, ich habe bereits vorbereitet, aber noch keine Zeit gehabt, dass ich habe also Beschwerden gegen Google und alle anderen auf der Prison-Liste. Ich habe mit Facebook angefangen, weil ich die am besten kenne, also immer ein guter Start. Die Idee war also, dass andere Leute das hier kopieren und einfügen. Und wir haben also auch einen Fall beim hamburgischen Datenschutzbeauftragten und beim belgischen. Und die Idee ist, dass nun haben wir neben den irischen vielleicht auch zwei weitere Datenschutzkommissionen, die interessierter sind. Und es ist interessant, was jetzt hier passieren wird. Wenn es andere Menschen gibt, die andere Fälle haben, reicht einfach Beschwerde bei eurer Datenschutzbehörde ein, vor allem die bei den deutschen Datenschutzbehörden, interessieren sich sehr dafür, etwas zu tun, aber oft brauchen sie einfach einen Fall, sie brauchen eine Beschwerde und brauchen Beweise und jemand, der das durchargumentiert, um die Dinge ins Laufen zu bringen. Also wenn irgendjemand Google Drive oder so etwas benutzt, fangt an. Und im Wesentlichen ist die Formulierung auf der Website, müsst ihr es herunterladen und entsprechend umformulieren. Und wir werden auf der Website wohl die Beschwerden gegen andere Firmen veröffentlichen. 2 bis 3 Wochen wird das vielleicht noch dauern. Also einfach kopieren, einfügen und die Liebe verbreiten. Okay, thank you very much, Max, again, for your great talk. Okay.